So, Nummer 1. Sind wir alle voll? Nein, nein. Oha. Sammelt in den letzten 10 Jahren. Falls einer ein paar Riemen braucht oder so, ne? Bitteschön. Dankeschön. So, und wie sollen wir jetzt an den Wagen lang kommen? Kannst du mir mal erklären? Oh Gott. Weißt du, was an Alufelgen da ist? Oder müsste man die alle... Die Reifen sind eigentlich nicht zu verkaufen. Wie, was willst du nicht verkaufen, Andreas? Die Reifen. Wieso das denn nicht? Weil die sind von meinen anderen Autos noch. Also woran habt ihr Interesse? Ja, da oben an den Kartons, aber die will er auch nicht verkaufen. Was ist denn da oben drin? Das sind die das Fahrwerk von meinem Auto. Und den musst du unbedingt noch, willst du noch fertig machen? Ja, der muss alles neu kriegen. Sonst... Hier die Felgen, was da oben liegt? Ja. Kann man die mal rausholen? Die kann man rausholen. So sind auch sämtliche Deckel sind noch da. Wie sieht's da aus an dem Wagen? Habt ihr Interesse? Ja, man sieht ja nicht viel davon, ne? Wie viele Kilometer haben? Ich glaube 200.000. Ja, komm, Anni, räum den Wagen mal frei, damit die Jungs das angucken können, sonst kriegen wir den Wagen nicht verkauft. Okay. Der ist noch zu. Der ist noch zu. Dann mach mal den Wagen auf. Ob der Schlüssel jetzt vorne drin ist, weiß ich jetzt noch nicht. Danke. Es kann sein, dass ich den zu Hause liegen habe. Oh. Nee, ist zu. Ja, und der Schlüssel? Der liegt bei mir zu Hause. Ach, hör auf. Leider doch. Ja, aber du wusstest doch, dass wir hier Autos verkaufen wollen, Mensch. Geht der Kofferraum auf? Leider nicht. Auf das hilft ja alle nichts. Weißt du, was du jetzt machst? Ja. Die Jungs können ja jetzt in Ruhe gucken. Du fährst mal eben schnell nach oben und holst den Schlüssel, okay? Okay. Dann los. Ja, reine Katastrophe. Jetzt hat er den Schlüssel nicht. Ich muss ihn jetzt eben holen. Na gut, ich meine, könnt's jetzt nicht ändern. Hey. Guck dir das mal an, die Autoknacker hier. 246. 246? Ja. Ja, ist ja gut eingelaufen, ne? Ja. Also wir würden ein Gesamtgebot machen für alles 1.500. 1.500? Alles, was da ist. Alles, was da ist. Was jetzt hier in den beiden Garagen genau. ist. Genau. Ja? Also alles, was wir wegnehmen dürfen, bieten wir mit den Felgen, alles, was da ist, 1.500 Euro. Ich meine, der Preis ist natürlich mega geil. Er braucht sich um nichts mehr zu kümmern. Könnte die Garage sogar abgeben. Das wäre das Beste, was er machen könnte. Da bist du ja wieder. Ja. Hab den Schlüssel, danke. Sauber. Hast du den Schlüssel? Ja, mehrere. Brauchst du jetzt nicht mehr beeilen, weil wir haben den Wagen nämlich durch die Scheibe, hat ein Kollege aufgehebelt. Aufgehebelt. Gut. Pass auf, da ist einer von den Interessenten dabei, das ist ein Autoverwerter. Ja, ja. Das heißt kein Schrottplatz, der die Autos zermatscht und dann Kohle daraus zieht, sondern der zerlegt die Dinger und verkauft einzelne Ersatzteile. Der hat mir jetzt gerade ein Angebot gemacht, beziehungsweise frage ich dich jetzt, was möchtest du haben, wenn jetzt einer sagt, ich kaufe beide Garagen leer? Das ist jetzt schwer. Wenn du die jetzt noch weiter behältst, die Garage, kostet ja jeden Monat 60 Euro. Mhm. Na, 1.600. Wahnsinn, dein Preis, ehrlich. Von sich aus gesagt, er zahlt 1,5 für alles. Mhm. Ne? Mhm. So sah, dass er sich alles rausnehmen kann, was er gerne möchte. Mhm. Jetzt war die Caddy-Teile dabei, müssen wir mit dem quatschen, ob er. Ja, und die Reifen. Du wolltest da einig werden. Das ist alles Neuware und das kann ich nicht so billig hergeben, das tut mir leid. Pass auf, wir sprechen mal mit dem und gucken, was er sagt, ja? Komm mit. Okay.
Dann zähl mal auf die Sachen, die du behalten willst. Also wie gesagt, hier wird die Reifen komplett. Zeig mal. Die Reifen, die da sitzen, bleiben alle da. Die, alles was auf der Seite. Die vordere D-Schäge, aber die da. Okay, gut. Die D-Schäge. Die in den Regale steht? Ja, wie gesagt, also die Neuteile müsste ich dann rausmachen. Hier, das Heckteil auch da, ja. Ach, vom Hänger das? Nee, der Hänger eigentlich nicht. Die Stoßstange? Die ist für meinen Chevy, wo ich schon habe. Also die muss da bleiben, ja. Was willst du denn jetzt noch behalten? Nee, das ist meine Chevy-Stange. Außer die Kelly-Teile kann und die Sideboards. Dann zähl mal eben. Ach, die willst du auch noch behalten für das? Die sind ja vor der großen Hänger, wo du noch drin leid. Das ist für die. Also deinen großen Hänger, den möchte ich gerne mal sehen. Hier. Was du da alles für brauchst, ne? Komm, hör auf. 3 Meter soll er geben und eben Breite. Das andere kann. Die Tür und alles bleibt auch da, oder? Jetzt haben wir aber keine 1500 mehr. Okay, wo wärst du dann mit dem Preis? 1000 Euro. Ja, was sagst du mal lieber? Machst du, machst du nicht? Nee, ist mir zu wenig. Das ist ja ein Witz, ne? Was glaubst du, was du dafür kriegst? Ich weiß es momentan nicht. Ich habe keine Vorstellung momentan. Ja, ich habe gedacht, ich stehe im Wald und alle Rehlein sagen du zu mir. Also ich verstehe die Welt da nicht mehr. Er hätte die Chance, jetzt alle seine Last auf einmal loszuwerden. Plus, er könnte noch die Garagenmiete sparen. Und er sagt einfach nein. Wenn du jetzt nicht zuschlägst, dann kann ich dir leider auch nicht mehr helfen. Da bin ich leider stur. Ich muss eher drüber nachdenken. Geh einmal um Häuserblock, kommst gleich wieder. Komm, hast du Ruhe. 5 Minuten. Rauch dir eine und dann sehen wir uns gleich wieder. Andreas. Ja. Jetzt hast du Pause gehabt. Das ist mir 1000 Euro ist immer so wenig. Das ist. Da kriege ich alle vor an Eisen, was da drin leid. 500 Euro. Ich würde das jetzt machen. Das ist ein mega geiler Deal. Das ist mir zu wenig. Was wäre denn dein Preis? Mein Preis? 1300. Ja, ich meine, versuch es. Du willst ja selber auch handeln. Ja. Handel ruhig, ja. Sag ruhig 1300. Wahrscheinlich werdet ihr. Vielleicht packt ihr noch 100 drauf oder so. Ich weiß es nicht. Aber 1300, versuch es einfach. Ja. Ich werde ja sehen, was passiert. So. Wir sind wieder zurück. Also, 1000 sind ein bisschen zu wenig. Okay, aber mehr bezahle ich nicht. Ich wollte 1300. Wenn ich alles mitnehme. Alles, was da ist, inklusive dein Caddy. Aber das mache ich auch nur, um deiner Familie Gefallen zu tun, ne? Also, dass dann auch alles weg ist. Dann tut's mir auch leid. Schade. Wollt ihr jetzt echt so auseinandergehen? Ja, das ist mir ehrlich gesagt so wenig. Gerne, klar, gut. Okay, dann sind wir dann auch weg. Nee, ich kann nicht. Also, jetzt willst du auch gar nichts mehr verkaufen? Also, die Felgen würde ich verkaufen. Also, das wäre die, wo jetzt nach Hause liegen, wenn da jemand Interesse hätte. Dann kann man ja gerne. Gut, dann mach du das. Ich bin aus dieser Nummer schon mal raus. Okay. Verkauf du mal deine Felgen. Und euch muss ich sagen, danke fürs geile Angebot. Ja, war super, aber hat leider nicht gepasst. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Nimm mir die für 80 Einzel, oder? Ja, hätte ich da gesagt. Die 80. 90? Guck mal, da sind noch gute Ventile mit grünen Kappen drauf. Und meinst du, was die gekostet haben, Mensch? 90? Dann schlag dabei jetzt einmal 90. Also. Verdient doch jetzt. Ja. Komm, einschlagen. Zack. Komm 90. Danke. Yay! Yeah. Erster Verkauf. Hurra! Andreas, mein Lieber, ja. Du bringst mich an den Rand der Verzweiflung. Ja, weiß ich. Ja.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Welt nicht mehr. Der Andreas ist total überfordert. Der hat jetzt sogar die Interessenten für die Autos nach Hause geschickt. Ein besseres Geschäft hätte der eigentlich nicht machen können heute. Ich kann ihm da leider nicht mehr helfen und ich hoffe, dass er sich wenigstens ein bisschen zusammenreißt und für morgen ein paar Sachen zusammensucht, damit er wenigstens ein bisschen was machen kann.